Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen Tasting. Ich habe bei Rewe Markt etwas gefunden, was es letztes Jahr zu Halloween gab, sondern was zu trinken. Und da gehen wir doch jetzt einmal in die Ego-Perspektive und gucken uns das Ganze einmal von Namen an. Und zwar gab es zur Halloween-Zeit Dr. Pepper Creepy Classic in der Halloween-Edition. Ne? Habe ich sonst nie gefunden. Ja, trink, wenn du es traust oder so. Es ist das ja, und ich finde die Dose wirklich sehr, sehr gut. Dr. Pepper ist so, ja, ein Cola-artiges Getränk aus Amerika, was, ja, Coca-Cola natürlich nicht so, also viele mögen dieses Jahr tatsächlich nicht. Hier haben wir dann noch die Inhaltsangabe drauf. So, hier natürlich 000 Salz und davon Zucker, der natürlich 22,4 Gramm. Und hier haben wir natürlich, wo ist das jetzt? Das ist davon Zucker und Kohlenhydrate, genau. Das ist quasi das Gleiche und ich finde die Dose quasi so schön. Das Ganze ist auch noch haltbar. Hätte ich auch beim Netto irgendwie haben können, aber da gab es das nicht. Hier stehen auch noch andere Sachen drauf. Die Inhaltsangaben, natürlich ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk und die ganzen Farbstoffe E150D, Säurungsmittel, Säurephosphate, Aromen und. Und hier haben wir Kreuztal Germany. Haben wir hier. Und Einwegpfand 25 Cent. Ja, hier haben wir jetzt ein Coca-Cola-Glas und ich mache das Ganze einmal auf. Ja. Daneben habe ich dann natürlich auch noch lizenzfreie YouTube-Musik laufen und und einmal, da drehe ich mich einmal und das ist halt die Dr. Pepper, die ich eigentlich auch kenne. Wie gesagt, schmeckt ein wenig anders wie Coca-Cola, natürlich ganz, ganz anders, wenn man es nicht mag, denn kommt halt aus Amerika und hier hat man dann auch einen süßen Geruch und der Abgang von der Dr. Pepper ist natürlich auch leicht bitter, eine bittrige Note. Sollte man auch nicht ganz so viel von trinken, weil das auch auf den Magen gehen kann. Wie gesagt, ich fand jetzt die Dose ganz geil und wollte euch das jetzt nochmal zeigen. Dr. Pepper, Entstehungsjahr 1885, das ist so richtig alt. Und das ist das kleine Tasting. Ja, und das ist die Halloween-Edition. Ich hätte jetzt natürlich erst auch noch warten können, bis jetzt dieses Jahr wieder Halloween ist. Aber das ist jetzt ein kleiner Nachtrag und da konnte ich heute nicht an dem Döschen dran vorbeigehen.